Weil ich habe nur diesen Stoff zur Verfügung. Ich habe nicht so viel Stoff, wie ich eigentlich haben wollte. Aber ich habe ja gesagt, ich vernähe einfach den Stoff, den ich mir auf die Jahre angesammelt habe. Und aus dem Stoff wollte ich immer Flügel machen, Feenflügel. Und jetzt, so viele Jahre später, mache ich das. Aber es ist nicht so groß wie bei der Victoria's Secret Show. Aber es ist schon wenig schwierig. Und so nachher zu tanzen, auch, dass das taugt. Ich will ja nicht nur über den Laufsteg marschieren, sondern tanzen richtig. Und dass es mir die Leute nicht verbiegen und dass ich da durch die Menschenmenge komme, das wird schon wirklich eine Herausforderung. Da habe ich 4 solche Teile zusammen gemacht. Dann habe ich hier die Mittellinie und hier die Mittellinie. Und ich habe anhand von meinem Buch geschaut, wie der Schmetterling aussieht. Das war mein Muster. Und das hat ja so wie 4 Flügelteile. Und damit der Stoff schön symmetrisch wird, brauche ich nur eine Seite zu machen, dann kann man das aufklappen nachher. Und jetzt muss ich sicher sein, dass mein Muster nicht so groß ist wie der Stoff. Dann nochmals schauen, welche Seite größer ist. Die Breite will ich so, weil es mehr breit als hochwärts war auch gut. Der Stoff ist sogar breiter als das Muster. Ja, der Stoff ist breiter. Da muss ich halt noch Papier umsetzen. So. Oh, das geht doch nicht, aber das ist besser, es ist zu. So. Wenn man das ausschneidet, sieht man es. Ich muss schauen, ob das die richtige Form hat. Jetzt schön gleichmäßig schneiden. Hier verschneide ich jetzt eine Strumpfhose vom Kind. Das brauche ich dann für den äußeren Rand von den Flügeln, weil das ist ja elastisch. Ich habe mir ausgedacht, dass das geht. Jetzt muss ich hier kleine Teile schneiden und dann kann man das mit dem einfassen. Also der Draht kommt dann hier rein und da wird dann der Stoff angenäht. Mal sehen, ob das geht. Jetzt haben wir hier die Flügel. Ich habe diesen Stoff auf diesen unteren angenäht. Hier
Und jetzt kommt hier aber die Strumpfhosen jeweils ein Bein gevierteilt und immer in den Ecken so zusammengenäht. Jetzt habe ich ein ganz langes Strumpfband und das kommt jetzt hier am Rand dran. Zwar auf dieser Seite so anzickzacken und dann muss man halt vielleicht von Hand nähen, ich muss schauen, dann gleich um den Draht reintun und dann hinten von Hand annähen. Ich vermute, da gibt es keine andere Variante. Eine Seite kann man anzickzacken, annähen direkt und dann hinten muss es dann von Hand angenäht werden. Vielleicht mal beide Seiten zickzacken, damit der Stoff nicht ausfranst, weil ich ja will, dass das hält. Ja genau, zuerst beide Seiten zickzacken, dann diese Seite direkt anzickzacken hier. Oder und dann kommt es da so, hier kommt dann der Draht rein und dann hier hinten muss man es dann von Hand annähen am Draht dran. Ja, jetzt mache ich weiter. Gefährlich, dass das nicht ins Auge geht, muss man aufpassen. Das Kleid ist noch nicht fertig. Es ist Nachmittag um 3 und das Kleid ist noch nicht fertig. Ich wollte jetzt fertig sein und das. Mal das Mittelteil fixieren. Das ist jetzt noch schwierig. Das ist wirklich schwierig. Aufpassen, dass ich das nicht annähe. So, das Teil habe ich jetzt eigentlich verschnitten vom Auto. Das habe ich zuerst schon zugenäht gehabt fürs Auto. Und darum hat es jetzt hier unten die komische Form. Oben hat es auch eine andere Form, da habe ich schon abgeschnitten einfach jetzt. Und mir jetzt die Form gemacht, die ich will. Ich nähe jetzt hier ohne Schmiedmuster aus dem Kopf, das habe ich jetzt so abgeschnitten. Hier wird jetzt ein Gummi reingenäht, eine Last. Dann wird hier die Kante auf beide Seiten runtergebügelt und zugenäht gleich. Und dann mache ich weiter. Jetzt habe ich das genäht, den Gummi angenäht. Jetzt mache ich die Seitenfalten von der Busen. Jetzt halte ich einfach an die Büste hin und schaue, wie ich es haben will. Und dann sieht man von selbst, wo es sich eine Falte ergibt. Und das nähe ich jetzt. Um zu füttern, man sieht hier, der Stoff ist, habe ich zusammengenäht, rechte auf rechte Seite gegen innen, das muss man denken. Hier ist jetzt die linke Seite außen. Dort muss man das kehren. Jetzt habe ich ja wie einen Sack. Und da dieser rosarote Stoff sehr dünn ist, muss ich alles füttern. Das gibt dem Stoff Kraft. Jetzt muss ich es kehren, jetzt habe ich den Sack gekehrt. Und jetzt diese Nähte muss man schön auseinanderstreichen, so auseinanderziehen, hier bis in die Ecke gehen, mit dem Finger. Ich mache dann immer die Finger nass so
Und dann reibe ich das so und dann nähe ich das schön gerade die Kante absteppen runter. Jetzt diese Einnäher habe ich einfach auch anhand von der Büste abgesteckt, wie ich die haben will. Ich habe ja nicht viel Stoff. Normal würde man hier jetzt aufschneiden und das richtig einnähen, aber ich will unten, bin ich sowieso ein bisschen dick. Ich will das jetzt so lassen. Ich habe einfach den Stoff, den ich habe, genommen. Das heißt, ich werde dann den fehlenden Stoff mit irgendwas ersetzen. Entweder mit diesem Stoff, aus dem auch die Flügel bestehen, oder mit diesem Stoff. Also da sieht man jetzt, ich habe schon so ein bisschen hingelegt. Ich muss einfach durchsichtige Stellen machen. Für die Stripparade, wie sollte das gehen? Den Reißverschluss sieht man, den habe ich hier schon eingenäht. Die Einnäher mache ich einfach nicht bis ganz oben, weil ich hier schon genäht habe. Nur hier und dann lasse ich die auslaufen. Auslaufen, hier dann wieder nicht mehr. Was nähe ich jetzt? Zusammen. Dieses Outfit habe ich für die Stripparade 2013 genäht, weil auf der Webseite ein Schmetterling das Titelbild geziert hat. Und das Motto passt zu mir und zu meinem ganzen Leben. Frieden und Freiheit. Frieden und Freiheit. Frei zu sein, wie man ist, Freude zu haben im Leben und Spaß. Die Stripparade ist für mich Magie. Hallo zusammen. Dieses Kleid habe ich zur Stripparade 2013 genäht. Auf der Website der Stripparade 2013 war ein Schmetterling das Titelbild. Hallo zusammen. Dieses Outfit habe ich für die Stripparade 2013 genäht, weil auf der Webseite ein Schmetterling das Titelbild geziert hat. Und das Motto passt zu mir und zu meinem ganzen Leben. Frieden und Freiheit. Frieden und Freiheit. Rumpo hat auch eine verheiratete Frau mit drei Kindern das Recht, einmal im Jahr tanzen zu gehen und sich ein bisschen aufzumutzen. Und wenn sie dann fotografiert wird und die Leute ihr ein Kompliment geben, was ist da schon Schlimmes dabei? Denn ich habe es erlebt, dass Personen aus meinem Umfeld mir geraten haben, nicht zur Stripparade zu gehen. Es sei nicht angemessen für eine Mutter. Wir können meine Familie und meinen Kindern schaden. Es könnte sogar sein, dass sie keinen Job bekämen, nur deswegen. Ich hoffe, dass das nicht wahr ist, dass in der Schweiz niemand diskriminiert wird, nur weil er mir nicht zur Stripparade geht. Frieden und Freiheit. Frei zu sein, wie man ist, Freude zu haben im Leben und Spaß. Die Stripparade ist für mich Magie. Freude, Spaß, Lebensfreude, die Sorgen vergehen. In nur einen Tag lass es geschehen. Leider war ich nicht bei der Parade. Denn ich habe länger für das Outfit gebraucht, als ich gedacht habe. Ich habe am Freitagabend um 6 Uhr angefangen zu nähen. Und es hat gedauert bis Sonntagmorgen 5:30 Uhr. Dann war das Kleid fertig.